Hi Leute, ich möchte euch heute nochmal das unglaubliche Phänomen dieser riesigen Sonneneruption zeigen, das sich im letzten Jahr zugetragen hat. Es handelt sich nämlich um ein so massives Ereignis in der Sonne, dass alle wissen sollten, was an unserem Himmel und speziell in der Sonne vorgeht. Denn es sind so gewaltige Veränderungen, die sich nicht natürlich erklären lassen und daher deutlich auf biblische Prophetie hinweisen. Es gibt keine andere Erklärung für diese Phänomene, denn sie sind übernatürlich, wie ihr gleich sehen werdet. Die Bibel berichtet, dass es kurz vor dem Ende der Zeit, in dem wir jetzt leben, Zeichen am Himmel geben wird, in der Sonne, in den Sternen und im Mond. Und genau das sehen wir heute. Schaut euch diese Aufnahme aus dem letzten Sommer an. Ihr seht eine massive Sonneneruption. Ich habe diese Aufnahmen mit einer normalen, einfachen Kamera gemacht. Kein Filter, kein Zoom, nichts. Was man hier sieht, war genau so sichtbar. Dieses Phänomen wurde vermutlich noch nie vorher beobachtet oder mit einer Kamera aufgenommen. Es ist eine Art Eruption, eine unglaublich große Sonneneruption. So groß kann aber keine normale Sonneneruption sein. Was ihr hier seht, ist nichts Natürliches. Schaut auf die obere rechte Seite der Sonne, ungefähr auf 2 Uhr. Auf den Standbildern kann man sehen, wie groß das ist, das aus der Sonne herauskommt und wie es sich dann in nordöstlicher Richtung entfernt hat. Ich habe die Aufnahme leider genau in dem Moment beendet, als dieser Vorgang gerade begann. Das lag daran, dass ich das Phänomen während der Aufnahme aufgrund der Helligkeit nicht richtig sehen konnte. Aber wir können auf der Aufnahme den Beginn dieser, ich nenne es mal Eruption, gut sehen. Schaut auf die obere rechte Seite der Sonne. Seht ihr dieses riesige Ding, das aus der Sonne herauswächst? Es sieht aus wie eine riesige Fackel, die aus der Sonne herauskommt. Das ist ein unglaublicher Vorgang, der so vermutlich noch nie vorher beobachtet wurde. Eine riesige Fackel entbrennt aus der Sonne heraus. Dieses Ding ist immens groß, wenn man es allein mit der Größe der gesamten Sonne vergleicht. Wir müssen jetzt hier auch ganz klar sagen, dies ist keine normale Sonneneruption, denn Sonneneruptionen können wir nicht von der Erde aus ohne eine sehr große Vergrößerung, also mit Hilfe eines Teleskops, erkennen. Und selbst dann sind sie schwer zu sehen. Dieses Ding hier ist aber so groß, dass man es ohne jegliche Vergrößerung ganz deutlich sehen kann. Es ist also definitiv keine normale Sonneneruption, sondern etwas anderes. Macht euch das ganz klar. Was wir hier sehen, ist nicht natürlich zu erklären. Dies sind die biblischen Zeichen der Endzeit, die Zeichen in der Sonne, die uns Jesus für die Zeit, kurz vor seiner Rückkehr und damit dem Beginn des Zorngerichtes Gottes vorausgesagt hat. Diese Aufnahme der Sonneneruption ist aus einem meiner anderen Videos, in dem ich dieses Phänomen noch genauer untersucht habe. Ich blende euch jetzt den Link zu diesem anderen Video ein und ich empfehle euch wirklich, dieses Video anzuschauen, denn es enthält weitere wichtige Informationen. Bekehrt euch zu Jesus, eure einzige Rettung vor dem Zorngericht Gottes. Gott segne euch. Winzig, ist noch klein.